I am the Jochen und das ist der Frühsport für Mittwoch, den 27. Dezember 2023. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet nette Weihnachtstage. Schönen Dank auch für die Weihnachtsgrüße, die mich erreicht haben unter dem Weihnachtsvideo. Jetzt also ist das Fest vorbei und wir können uns dem Sport wieder zuwenden. Es gab ja gestern einiges, über das es sich zu reden lohnt. Der Blick geht heute aber vor allem auf die NFL. Das ist so der ganz große Schwerpunkt. Mittwoch sowieso ja immer und diese Woche ganz besonders. Wir fangen aber erst nochmal an mit den restlichen, mit den Non-Football-Themen. Und das ist das Erste, was heute natürlich ansteht, die Darts-Weltmeisterschaft. Vier Deutsche stehen dort in der dritten Runde im 16. Finale. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie weit sie es da noch treibt. Die Gegner kommen allesamt aus England, heute spielen zwei, die anderen folgen dann morgen. Und heute geht's los mit Martin Schindler gegen Scott Williams. Das ist das erste Spiel mit deutscher Beteiligung, 13:30 Uhr. Könnt ihr gleich live dabei sein auf Sport 1 oder auf The Zone. Im Anschluss daran, es wird jetzt länger gespielt, wir spielen jetzt Best of 7 Sätze. Das heißt, es kann ein bisschen länger dauern als in der ersten und zweiten Runde. Gegen 15 Uhr soll dann Gabriel Clemens ran gegen Dave Chisnell. Auch das eine hochkarätige Partie. Ich bin sehr gespannt, wie das dann dort ausgeht für die beiden Deutschen. Rob Cross darf sich dann noch anschließen in dieser Nachmittagssession, die jetzt nur noch aus 3 Spielen besteht, weil sie halt eben länger dauern. Und in der Abendsession haben wir unter anderem dann den Titelverteidiger Michael Smith und auch Michael van Gerwen dabei, ab 20 Uhr dann auf Sport 1 oder auf The Zone. Das also für die Darts-WM-Freunde. Ich glaube, es lohnt sich reinzugucken. Wer Lust hat auf WM mit Kufen an den Füßen, der schaue gerne rein bei der Eishockey-U20-Weltmeisterschaft. Gucken wir, was unsere Junioren so machen. Die starten nämlich ins Turnier mit dem Spiel gegen Finnland heute um 14:30 Uhr auf Magentasport. Live aber auch auf magentasport.de, ohne dass man irgendein Abo braucht. Das ist nett. Da kann man also gerne gucken, wenn man Lust hat, dieses Auftaktspiel der deutschen Mannschaft. Dann kommen wir zum Fußball rüber, gucken wir in die Premier League. Da ist gestern kräftig gespielt worden. Der FC Liverpool hat gewonnen in Burnley und damit vorübergehend mal wieder die Tabellenführung übernommen. Ansonsten gibt es zu berichten, dass ich noch nicht weiß, wie Manchester United gegen Aston Villa ausgegangen ist. Da steht es jetzt gerade unentschieden, aber es ist noch nicht durch. Ein bisschen haben sie noch. Abwarten. Das ist ein Topspiel des Abends, aber Ergebnis reiche ich euch morgen einfach nach. Ich wollte nur das Video schon mal jetzt machen. Ansonsten hat sich unten ein bisschen was getan am Tabellenende. Luton Town hat nämlich gewonnen bei Sheffield United. Sheffield jetzt letzter. Waren sie auch vorher schon, aber jetzt sind sie es erst recht. Und Luton Town hat sich ein kleines bisschen absetzen können, ist wieder ein bisschen ran an Everton. Nottingham Forest hat gewonnen bei Newcastle. Dickes Ausrufezeichen, das habe ich auch nicht mehr kommen sehen. Und Bournemouth hat gewonnen gegen Fulham. Ab nächster Woche dann auch hier die Tabellen der Top-Ligen aus Europa. Das kennt ihr ja schon aus den deutschen Ligen und da ab nächste Woche, ab Anfang Januar, machen wir das ja auch immer für die anderen Nationen. So, dann geht's heute weiter in der Premier League mit 3 Spielen, alle auf Sky Premier League zu sehen. 20:30 Uhr haben wir Brentford gegen Wolverhampton und Chelsea gegen Crystal Palace. Und der Knaller dann natürlich, naja, Knaller geht so, aber der Champion gibt sich die Ehre. 21.15 Uhr tritt Manchester City an beim FC Everton. Auch das könnt ihr gucken auf Sky Premier League, wenn ihr da Lust drauf habt. Die deutsche Eishockey-Liga hat gestern gespielt und zwar wie folgt in der Tabellenspitze. Die Fishtown Penguins, die gewinnen in Iserlohn, haben jetzt 64 Punkte. Die Eisbären Berlin gewinnen gegen Wolfsburg, haben 63 Punkte. Straubing gewinnt bei München, hat jetzt 57 Punkte. Da hat sich also vorne nicht viel getan. Und die Kölner Haie, die sind neuer Vierter. Die gewinnen nämlich gegen Frankfurt 4:3 und überholen damit München, die ja, wie ich gerade sagte, verloren haben. Die rutschen also runter auf die 5 mit 52 Punkten. Da treffen sie Ingolstadt auch mit 52 und Wolfsburg auch mit 52 Punkten. Am Tabellenende Iserlohn 23, Nürnberg 33 und Augsburg schiebt sich vorbei an Düsseldorf mit einem Sieg in Düsseldorf und hat jetzt 35 Punkte, Düsseldorf 34 und die Frankfurter verlieren ja wieder. Das heißt 39 Punkte, der letzte Playoff-Platz. Der wird nochmal interessant. Das kann man schon mal, glaube ich, absehen in diesem Moment. Dann habe ich anzubieten Basketball. Da gab es gestern in der BBL ein paar Spiele. An der Tabellenspitze weiterhin Chemnitz. Die haben erneut gewonnen. Diesmal gegen Crailsheim. Haben jetzt 12 Siege und eine Niederlage. Werden verfolgt von Ulm, Bayern und Alba Berlin. Die Bayern haben gestern in Tübingen gewonnen. Und damit jetzt eine 8:3 Bilanz auf ihrem Konto. Ulm hat im Europacup, im Eurocup, auch wenn ich richtig nenne die ganzen Sachen, im Eurocup verloren gegen Türk Telekom. Das ist noch ein Ergebnis aus dem internationalen Geschäft, aber die haben auch noch diverse Gruppenspieltage anstehen. Da ist noch lange nicht das letzte Wort gefallen. Heute geht es weiter in der BBL mit 3 Spielen, alle auf Dein Sports zu sehen. 18:30 Uhr Heidelberg gegen Göttingen, 20 Uhr Bamberg gegen Würzburg und um
20 Uhr auch Ludwigsburg gegen Oldenburg. Und dieses Spiel, das gibt es auch zu sehen auf Bild TV im Free TV. Das ist eines der letzten Spiele, die es noch auf Bild TV gibt, weil es Bild TV bald nicht mehr gibt. Ende der Woche läuft es ja aus zum Jahresende. Also wenn das so nochmal auf sportbild.de könnt ihr das aber auch streamen zum Beispiel. Das bleibt bestehen. Da kommen wir nächste Woche auch dann drauf, was sich alles jetzt ändert mit den Sendern und so weiter im neuen Jahr. Genau, dann gibt es heute noch Eurocup, nämlich Hapoel Tel Aviv gegen Hamburg Towers. 18:30 geht's los, live auf Magenta Sport und auch live auf Magenta Sport Sport. Braucht ihr kein Abo für. Und dann gibt es in der Nacht noch vielleicht Historisches aus der NBA. Ah nee, das ist jetzt gerade in der Nacht schon gewesen. Also für mich ist es jetzt kommende Nacht, für euch noch nicht. Detroit Pistons, die haben 26 Mal in Folge verloren. Die könnten mit der 27. Niederlage spielen heute gegen Brooklyn. Könnten sie einen neuen Rekord aufstellen. Yay. Will man den? Nein. Handball-Bundesliga der Frauen, Dortmund gegen Bietigheim. Topspiel um 19.30 Uhr live auf Eurosport 1. Und Tischtennis-Bundesliga, auch da Topspiel. Düsseldorf gegen Saarbrücken. Die beiden großen Mannschaften der Tischtennis-Bundesliga gegeneinander. Ab 19 Uhr auf Dein Sports könnt ihr hier live mit dabei sein. Das müsste es gewesen sein vom aktuellen Sport außer Football. Und dann gucken wir nochmal auf den Football drauf. Was ist passiert am Wochenende? NFC, das Rennen ist wieder spannender geworden. Schlüsselspiel war die Niederlage der 49ers gegen Baltimore. Die 49ers jetzt mit 11:4. Philadelphia schlägt die Giants, hat jetzt auch 11:4. Detroit gewinnt in Minnesota, hat jetzt auch 11:4. Und Dallas verliert in Miami und hat jetzt 10:5. Hängt also ein kleines bisschen hinten dran, aber ist noch lange nicht weit weg. Diese vier sind die großen vier. Drei davon werden auf den Positionen 1 bis 3 landen am Schluss in der Setzliste. Und einer, nämlich Philly oder Dallas, muss auf die 5. Dazwischen mogelt sich dann noch wahrscheinlich Tampa Bay im Moment. Die haben 8:7, haben gewonnen gegen Jacksonville. Ansonsten haben ihre direkten Konkurrenten verloren, nämlich New Orleans hat verloren, ebenso wie auch, nee, stimmt ja gar nicht, Atlanta hat gewonnen, guck an. Also sie haben auch 7:8. Mal sehen, und das ist eine Wildcard-Rennen, völlig offen. Gucken wir uns am Wochenende noch an, wenn es soweit ist. In der AFC Baltimore jetzt mit 12:3 vorne, Miami 11:4, die hatten wir beide gerade schon, also wirklich vorne weg. Cleveland gewinnt in Houston, hat jetzt 10:5. Spielt auch eine super Rolle, wird wohl hinter Baltimore hängen bleiben und damit das beste Wildcard-Team werden, aber auch ganz stark in Form auf jeden Fall. Buffalo gewonnen, 9:6 jetzt an der Stelle. Kansas City verliert gegen Las Vegas, ziemlich überraschend, hat jetzt auch 9:6. Und auch hier ist das Wildcard-Race sowas von offen. Also wenn ich hier gucke, mit 8:7 haben wir Jacksonville, Indianapolis, Houston, Pittsburgh, Cincinnati, dann mit 7:8 Las Vegas und Denver hinten dran. Das ist ein Spielunterschied, da kann noch eine Menge gehen. Weiter geht's am Donnerstag in der NFL und das machen wir dann im Video für Donnerstag, also morgen. Da gucken wir mal, was die Jets dann anbieten in Cleveland und worum es da geht und so weiter. Ihr kennt das Spielchen. Und dann arbeiten wir uns aber Samstag auf Sonntag dann weiter vor. Danke fürs heute dabei sein. Das war der Frühsport für den Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen frei zwischen den Jahren und könnt ein bisschen Sport gucken. Frühsport gucken könntet ihr auf jeden Fall morgen wieder, würde ich mich sehr freuen. Bis dann, macht's gut und ciao.